Zunächst einmal möchte ich den Gast, den Freddy, begrüßen, Trainer von Bayer Dormagen, und euch zu einer sensationellen, guten Leistung auch gratulieren. Ich glaube, war glücklich zum Schluss, dass der HC Weiden das Spiel gewinnen konnte. Wie analysierst du das Spiel? Ja, schönen guten Abend erstmal von meiner Seite. Ich glaube, heute hätten beide Mannschaften gewinnen können. In einer Minute hätte das Spiel wieder anders aussehen können. Aber nichtsdestotrotz erstmal Glückwunsch an Weiden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war schon so oft in der Halle und positiv hat sich hier einiges getan. Ich weiß, früher gab es hier noch ganz andere Atmosphären. Also mittlerweile komme ich ganz gerne hin, auch wenn ich aus Köln ein bisschen länger fahren muss. Also das erstmal positiv an euch. Zurück zum Spiel. Wie gesagt, Glückwunsch an euch. Es hätten beide Mannschaften heute gewinnen können. Bei uns ist immer so ein bisschen das Problem, wer ist überhaupt bei uns auf der Bank, wer ist da? Das erfahre ich meistens erst am Abend vorher. Heute hat dann die junge Garde spielen dürfen, weil die A-Jugend erst am Sonntag spielt. Und da sieht man dann eben so zwei, drei Fehler, die eigentlich nicht passieren sollten, was aber völlig normal ist und was ich auch als Trainer eingestehen muss, dass wir hier ein, zwei Bälle weggehen. Leider hatten wir heute nur einen Kreisläufer mit Philipp, der dann nachher auch geschont werden musste. Macht dann auch zwei Fehler zu viel, aber macht trotzdem ein sehr gutes Spiel. Heute waren zwei neue Torhüter dabei, die aber auch ganz gut gespielt haben. Ich glaube, ein ganz großer Gewinner waren auch die Zuschauer heute. Ich wäre froh, wenn ich jede Woche so ein Oberligaspiel coachen darf. Sehr viel Härte, sehr viel Ehrgeiz, aber nie unfair gewesen. Und ich glaube, davon lebt der Handball auch in unserer Liga. Ich hätte mir gewünscht, dass ich noch ein, zwei Minuten Zeitstrafen auf eurer Seite mehr gesehen hätte. Gerade am Ende, wo wir nur den 7 Meter bekommen haben, weil heute die 2 Minuten Zeitstrafen war sehr, sehr wichtig für beide Mannschaften. Das hat man schon gesehen, wenn ein Spieler fehlt. Aber vielen Dank für den schönen Abend und man sieht ja nochmal in Dormagen. Freue mich drauf. Danke sehr. Vor allen Dingen auch das Publikum, was noch zahlreich vertreten ist, gewürdigt, finde ich auch klasse. Giovanni, hast du so ein intensives Spiel erwartet? Ja, vorab vielen herzlichen Dank. Ich denke, die Punkte gehören genauso wie der Mannschaft auch den Zuschauern, die uns heute wirklich genau den Rahmen geboten haben, um vielleicht das Quäntchen mehr auch am Ende, ja, Glück zu haben. Aber ich wusste, dass es so ein intensives Spiel werden wird. Wer es nicht weiß, ich denke, der Jugendnationaltorhüter hat, glaube ich, ist es richtig, im Tor gestanden bei Dormagen, der auch sicherlich über 4 gehaltene 7 Meter und viele freie Würfe, speziell aus dem Rückraum, auch den Unterschied gemacht hat über sehr weite Phasen des Spiels. Aber ich bin wirklich begeistert über unsere Abwehrleistung. Torhüterleistung war auch okay. Einzige Manko, denke ich, war heute ganz klar die 7 Meter und Chancenverwertung, speziell aus dem Rückraum. Aber ansonsten fand ich es ein tolles, intensives Spiel und auch, glaube ich, bei uns erkennbar auch eine Leistungssteigerung. Das denke ich auch. Der Giovanni hat, wie die Mannschaft, auch einen kleinen Applaus verdient. Freddy, eure Saison, ihr habt knapp in Strombach verloren, seid aber trotzdem ziemlich gut dabei. Wie zufrieden bist du mit dem bisherigen Verlauf und was nehmt ihr euch insgesamt vor? Ja, was wir uns vornehmen, das können wir gar nicht so genau sagen, weil wir nie wissen, wer auf der Platte steht, wer von oben runterkommt, wer von unten hochkommt. Das ist gar nicht so einfach, das zu coachen. In erster Linie bilden wir Spieler aus. Das hat man heute gesehen, 3, 4 A-Jugendspieler. Normalerweise, also ich werde nie mit der vollen Besetzung spielen können, die eigentlich zu der zweiten gehört. Aber wir wollen so weit wie möglich oben stehen und möglichst viele Spieler ausbilden. Und auch die Spieler, die den Sprung in die erste Mannschaft geschafft haben, die sollen viele Spielanteile bekommen, sodass wir am Ende der Saison sagen können, Top 5, Top 6. Und wir haben wieder viele Spieler weitergebracht, viele Spielanteile bekommen. Das ist so unser Hauptziel, eine gute athletische Ausbildung und viele Spielwitz, Spielintelligenz. Das ist so unser Hauptziel, was wir in Dormagen verfolgen. Und dann hoffentlich in solchen Spielen uns immer wieder testen. Das macht Spaß, das macht Laune, auch von der Seite. Das sehe ich als unsere Aufgabe und den Weg verfolgen wir. Bisher sind wir sehr gut gestartet. Dann brechen wir einfach mal einigen Spielen ein, wenn uns auch mal Spieler fehlen. Wir kommen nur mit 8 Mann oder es kommen Leute, die halt noch nie bei uns gespielt haben. Die Absprache stimmt nicht, aber damit müssen wir leben, daran arbeiten wir. Und das soll sich womöglich nächste Saison schon ändern, dass wir einen ganz festen Kern haben, nur noch 2 Spiele aushelfen. Diese Saison verfolgen wir das noch so. Damit können wir überleben. Wenn das so läuft wie heute, bin ich zufrieden. Danke dir, Giovanni. Nächste Woche zweites Heimspiel gegen MTV Köln. Wird ähnlich intensiv. Was erwartest du da von deiner Mannschaft und was erwartest du für den Gegner? Also ich erwarte auch nächste Woche eine sehr starke Mannschaft, die sich auch diese Saison deutlich anders präsentiert als in der Vorsaison.
MTVD ist eine Mannschaft, die über den Kampf kommt, über eine sehr gute Abwehr. Und ich hoffe halt, dass es auch ein ähnliches spannendes Spiel wird wie heute von einer ähnlich tollen Kulisse. Mein Ziel ist halt, die Spieler, die heute weniger Einsatzzeiten hatten, in der Woche so weit zu kriegen, dass ich sie mehr spielen lassen kann. Das heißt, dass wir die Breite des Kaders ausnutzen. Aber ich freue mich darauf, dass wir nächste Woche wirklich ein tolles Heimspiel hier machen mit einer ähnlichen Unterstützung. Vielen, vielen herzlichen Dank für euer Erscheinen. Danke. Und von meiner Seite möchte ich allen drei Mannschaften heute, der zweiten Herren zum Sieg gratulieren, der ersten Damen zum Sieg gratulieren, der ersten Herren zum Sieg gratulieren und euch allen danken für euer Kommen. Ihr wart ein geiles Publikum und die Leute, die da helfen, machen einen geilen Job beim HC Weiden. Kommt wieder und dann haben wir zusammen Spaß, okay? Dankeschön.